Also ich liebe sie doch gerade, die Frau, das wisst ihr doch. Wo liegt die Teil? Sagen wir mal, Mann, Vorteil 200. Wo liegt das? Hier ist viel Ami, amerikanische Autos. Die reingeschmissen hat, die aufgegeben. Ein Moment. Der braucht so um die 4,5 Liter Diesel. Und das soll nicht umweltfreundlich sein. Da ist eine riesige Halle voll bis an die Decke. Hi, keiner zu Hause. Dann fahren wir Was wieder. Was möchtet ihr? Wir wollen gerne ein Liter Bier. Ein Liter Bier? Bier haben wir momentan nicht. Ja, dann müssen wir wieder gehen. Hat Tommy sich schon getrunken, das Bier. Ja Mensch, dann müssen wir wieder abhauen. Ja, du kommt rein. Ja, auf geht's. So Jungs, ich habe euch hier mal mitgebracht. Die wollen euch besuchen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, hallo ja. Schön. Immer rein in den guten Stube. Sieht man sich endlich mal. Mhm. Genau. Ja, ja, genau. Hier ist unser Reich. Ich hätte bald gesagt unser neues Reich, aber ist ja Blödsinn von wegen. Wir sind ja schon seit sieben Jahren sind wir ja schon hier. Genau. Und jetzt könnt ihr euch gleich alles in Ruhe mal angucken. Ja. Und auch einiges werden wir noch erzählen auf jeden Fall. Korrekt. Und gleich könnt ihr euch das Lager komplett mal auch von drinnen anschauen. Mhm. Genau. So, jetzt können wir unser Lager angucken. Da ist momentan noch Wüste. Es soll mal richtig werden, es sollte ein normales Lagersystem sein, aber ist so viel Zeugs bekommen, dass wir mittlerweile neben den Regalen auch ein Haufensystem haben. Wenn wir die nächsten Hallen gebaut haben, dann sieht es anders aus. So, hier kann man gucken, das ist alles noch ein bisschen Wüste und voll. Ist alles zugepackt. Selbst hier sind noch ein paar vom neuen Mustang, ein paar Auspuffe nagelneue vom größten Fortlager. Hier ist so ein Mercedes ziemlich neuer, den haben wir vor ein paar Jahren mal gekriegt, aber fast nagelneu. Das steht schon jahrelang hier, unter den Haufen zugepackt. Da sind noch ein paar Mercedes und so weiter. Die kriegen wir nicht mehr raus. Aufpassen, dass er nicht auf die Nase fällt. So, hier sieht man die Regale. Hier ist jetzt, kann man sagen, das meiste ist Neuware, Originalware. Von Bosch, von Heller. Wir kaufen ja im Prinzip Lagerbestände, wir schlachten ja keine Autos. Hier sind über 3 Millionen Ersatzteile drin. Von den kleinsten Clip, Motoren, Getriebe, Steckachsen, fast alles. Und wir haben noch jede Menge zu holen. Wir räumen Werkstätten auf, Lagerbestände. Wenn die Leute praktisch zu alt sind, wollen nicht mehr weitermachen, übernehmen wir die Lager. Die ganzen Posten, wir machen jede Halle da Besen rein. Unsere ältere Modelle, Teile, ob gebraucht oder neu, übernehmen wir alles. Da sieht man ja, was für Berge hier liegen. Und wird jeden Tag mehr, jeden Tag Angebote. Von den Dieselpumpen, nagelneue Stoßdämpfer, tonnenweise vom Boge, von allen möglichen. Die gibt es ja nicht mehr, das ist alles voll da hinten drin. Manny hat das momentan ein Haufensystem, das ist Manny sein Lager. Weil ich bin hauptsächlich zum Verpacken zuständig. Kühlergrills, tausende von allen Modellen von Oldtimer. Die nächste Doppeltreihe, das sollte mal anders werden. Wir hatten Grund für Testleitern, aber bei den Massen von Zeugs wird das stündlich mehr. Also wir brauchen nochmal eine Halle von 100 mal 100 Meter und die ist auch voll direkt. Wir haben angefangen mal ordentlich zu stapeln, aber was will man machen? Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Das kann ja nicht verschrottet werden, die alten Sachen. Und dass die Leute auch ihre alten Oldtimer erhalten können. Für die nächsten 20, 30 Jahre von uns aus. Weil der Laden läuft jetzt für eine dritte Generation. Mein Sohn gehört der Laden hier. Und mit Oldtimer-Teilen läuft es gut. Selbst Auspuffe. Tonnenweise. Der größte Fortlager hatten wir gekauft vor das Jahr. Da waren 50 Tonnen Fortteile von den 50er Jahren bis 2020. Schon ein paar Millionen Teile hatten wir nicht gerechnet, dass so schnell Vollwert. Weil die rufen ja deutschlandweit die Verwerter an sogar. Wir haben alte Lagerbestände, könnt ihr räumen, bevor es in die Presse geht. Oder Autofirmen, Ford, Opel, Mercedes, BMW, die rufen ja alle an Restposten. Und die können auch vorbeibringen, Restposten. Das ist das Gute vor allen Dingen. Ja, auf jeden Fall, wir haben ein riesiges Lager aufgebaut. Das hat man nicht gedacht, dass mal so gut läuft. Und unsere Kunden,
Und unsere Fans, die freuen sich, wenn die für ihre alten Fahrzeuge noch Ersatzteile kriegen, damit sie die nächsten 20 bis 30 Jahre Minimum noch erhalten können. Ihr braucht also, ihr Leute, Fans und Kunden, ihr braucht keine Angst haben, dass die Ersatzteile ausgehen. Wir kriegen so viele Angebote. Ihr kriegt alles Mögliche von uns, was wir heute nicht haben, versuchen wir zu besorgen oder kriegen wir irgendwann rein. Bei den Oldtimer bauen die Leute dann längere Zeit auf. Also heißt das, die meisten haben ein bisschen Zeit, dann kriegen wir das Zeug auch rein. So, und jetzt können wir weitergehen. Ist noch eine Doppeltreihe hier. Ist alles ein bisschen eng. Aber. Ich weiß nicht. Das sollte mal alles anders sein, ist alles eng, ja. Voll bis am Rand, ihr seid nicht voll. Also für die nächste Halle ist schon gesorgt. Und die nächsten Lagerposten kommen jetzt demnächst rein, Riesenposten. Wir holen das, die Teile auch selber ab, wenn es große Lagerbestände sind, wenn Restposten sind. Wir waren schon in Norddeutschland, wir waren in München schon. Selbst von Köln überall haben wir schon riesige Lagerposten geholt. Wenn die Leute ihre Lager aufgeben. Und das sind am besten auch Restposten, Neuware. Umso älter, umso besser, wenn es 50, 60, 70er, 80er Jahre ist. Obwohl nehmen wir auch neuere Sachen mit. Alles, was wir kriegen können, wo sie den Kopf nicht abreißen, nicht zu viel haben wollen. Und wir machen jede Halle, wenn einer aufgeben will, auch Besen rein, dass sie nichts mit zu tun haben. Was nichts ist, tun wir auch selber entsorgen. Also kein Problem, wir sind für alles imstande und machen alles. Ja, und dann, wenn irgendeiner von den Fans oder Freunden noch kommt und ein paar alte Sachen, ich sammle alte Sachen, von alte Schreibmaschinen, Fotoapparate, Filmprojekte, so alles Zeugs, schmeiß das nicht im Schrott, da muss auch für die Nachbarwelt erhalten bleiben. Mein Traum ist so ein eigenes Museum. Vielleicht finde ich auch noch einen Sponsor, wenn eine Halle sponsort, dann mache ich ein großes Museum, da könnt ihr alle bei uns kommen. Da könnt ihr besichtigen, was ich alles besitze, in den letzten 50 Jahren gesammelt habe. Und dann werde ich nochmal bis 90 schaffen und dann sehen wir weiter. Ja, da sieht man ja Riesenlager von Anlasser, Lichtmaschinen, Scheibenwischermotoren, Stoßstangen von alten Autos, selbst vom Alpha, von den Ältesten. Die haben wir oben von Norddeutschland geholt. Mercedes-Stoßstangen aus Kunststoff, nicht aus Kunststoff, aus Blech. Die alten verchromten. Also wir haben schon die seltensten Sachen. Selbst hier Motorhauben von Jaguar, von Manta, Klamotten hier, Vorderbauten, Heckklappen von Fließheck, Kotflügel und Kotflügel von A, B und C, D-Kadett, Käferteile, jede Menge Käfertüren, von alten BMW, selbst vom alten 6er Türen, die ganz alten Coupés, gibt es ja kaum noch, da haben wir alles so ziemlich auf Lager. Und wie der Rest kriegen wir noch. Kein Problem. Immer nachfragen, wenn ihr was haben wollt. Null Problemo. Telefonnummer könnt ihr euch ja weitergeben. Unser YouTube-Team war. Genau. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja. Packen wir unten auch nochmal in die Beschreibung. So ist das. Also gibt es hier alte BMWs, ja, haben davon Massen, das hier, das genießen. Genau. Selbst von ältesten BMW, 6er Coupés und alles mögliche. Ob Käfer Kotflügel einer haben will, von allen Modellen oder Türen von fast allen Modellen, Kofferraum, also Motorhaubendeckel, alles voll da oben, von Manta jede Menge Zeugs. Und demnächst gibt es von A, B, C, D, Kadett, von allen ältesten Kotflügel, alle Blechteile. Weil wir jetzt die verschiedene Verwerter räumen. Und die Verwerter können sich ruhig melden, wenn einer was übrig hat, alte Sachen, wir übernehmen wir das. Kann man sich mit dem Preis drum kloppen. Kein Problem, Tommy. Du machst das schon. Ich klopp mal schon drum, ja. Der kann gut erzählen, ne? Also deswegen, da kann ich im Hintergrund bleiben von wegen, der Fadi macht das schon, der Fadi kann da richtig gut. Jetzt schwätzt du mal ein bisschen. Der Chef muss ja auch mal zu schwätzen haben. Alles gut, alles gut. Ja. Ich bin schon
redefaul von wegen, ja, gleich Feierabend und dann, ne? Ja. Nee, also wir haben da schon so einiges auf jeden Fall hier, ne, an Material und überwiegend Neuteile und Originalware und darauf haben wir uns ja spezialisiert. Youngtimer, Oldtimer überwiegend, Neuteile auch von oder auch von den jüngeren Modellen oder aktuellen Modellen haben wir auch da. Aber halt weniger, nicht so viel. Ne? Eher so Youngtimer, Oldtimer, das ist unsere Vorliebe und genau. Darum kümmern wir uns und darauf haben wir uns spezialisiert. Genau. Du hast ja auch einen Oldtimer am Schaffen hier. Dein Vater ist ja auch so ein Oldtimer. Ist doch wahr, ich bin auch so ein Oldtimer. Ja, Vorsicht, bin ich ja dann auch. Ne? Du bist ein Jungtimer noch. Nee, bin ich nicht. 30 Jahre. Ja, ich bin 38, also bin ich Oldtimer. Also bin ich Oldtimer, ja. Ja, 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 stimmt, hast du recht. Ja, genau. Bist auch schon Oldtimer. Naja, egal. Naja. Die ersten Falten kommen, da kriegt man hin, an dem spreche ich mit dem Bügeleisen. Nee, du brauchst keine Falten. Dann futterst du ein bisschen mehr dicken Bauch, ein paar dicke Backen, da kommen keine Falten. Deswegen kann ich auch keine Falten schlagen. Ja, das habt ihr endlich mal geschafft vom Wegen, ne? Beziehungsweise ich habe ja immer wieder Vertröstung gemacht, kommt dann und dann und dann, jetzt sind wir endlich hier, ne? Und jetzt kann man ja mal was sehen. Ich weiß, Beleuchtung ist nicht so gut oder mittelmäßig, aber ja, seid ihr die ganzen Gänge durch? Noch nicht. Wir sind erst bei dem Stück. Alles in Ruhe an? Ja. Ja, genau. Ja. Fallt nur nicht und dann, das ist mega. Wenn, dann wird es ein Highlight fürs Video. Genau. Wenn schon, denn schon. Doch nichts kaputt an Tiere, der Tommy. Der schleppt alles raus, damit ich die Tierverletzung mal füllen hier. Genau. Ja. Ja. Selbst unter meinem Wohnwagen sind Hasen. Alles Tiere, kleine, große, alles Tiere. Mhm. So toll ist im Lager jetzt nicht. Deswegen bringe ich ihn jetzt nach draußen, da freut er sich. Vielleicht war das im vorigen Leben auch mal ein Autoverwerter. Da guckt die alten Sachen an. Man weiß ja alles nicht. Nein. Ja. Sagt er, ihr habt ein schönes Lager, so möchte ich es nochmal haben. So, Kumpel, für dich habe ich noch keine Ersatzteile da. Doch, Käferersatzteile. Vollkommen richtig. Ja, Käferersatzteile habe ich da. Ne? Ja, Tommy ist ein Tierlieber. Das ist für das kleinste Tier. Aber richtig ist das so. Ja. Mhm. Wenn auf der Straße ein Vogel ist oder ein Tier, dann geben wir eine Bremse oder machen einen Umweg. Ja. Mhm. Drehen rum. Also, wir fahren kein Tier zum Scherz kaputt. Die spielen da genauso Schmerz wie wir. Genau. Ja, wir so, sehen das genauso. Ja. Also, das macht man nicht. Es gibt da viele, die halten extra drauf. Genau wie die Kröten. Wechsel ist, wie die von einer Straße zur anderen sind. Die Straßen komplett zu, da musst du riesige Umwege machen. Da hast du tausende von Kröten. Da ist hier immer was los. Da drehen wir um, machen einen anderen Weg rum. Ja, klar. Also hier im Westerwald ist es ja. Also ihr müsst auch nochmal her und gucken am See vielleicht, wenn es nicht zu dunkel ist noch. Mhm. Am besten aus drei Feldern. Das ist eine richtig geile Seenplatte. Ich sage 7 Kilometer einmal runter. Laufen wir öfters nach Feierabend rum. Mhm. Und wir haben 7 Seenplatten, die geilsten Seenplatten. Also wer hier einmal war, auch mit ist auch die ganze Tafel mit was für Tiere, was für Vögel da drin sind und. Also da lohnt sich da einmal rumzulaufen, wenn ihr schon mal hier seid. Ja, wir werden gleich mal gucken, wenn wir hier fertig sind, dann. Ihr kommt garantiert nochmal wieder hier in Urlaub dann. Macht dann mal einen Tag oder zwei. Mhm. Ich sage, die Leute kommen, die Fenster, wenn die bei uns von Japan oder England, Italien kommen, die machen hier ein paar Tage Urlaub, kommen sie bei uns auf Besuch und dann kommen sie uns hier wegen Autogrammkarten holen. Schön. Das ist ja genau wie die und ihr könnt auch sagen, wenn die Fans Autogrammkarten haben wollen, einen frankierten Rückumschlag herschicken. Mhm. Innerhalb von einer Woche kommt der zurück. Und wenn die irgendwie Wünsche haben wollen, was auf der Karte draufgeschrieben werden soll, sollen die einen Zettel reinschreiben, was draufgeschrieben werden muss. Innerhalb von einer Woche kommt der auf jeden Fall zurück. Ja, das ist das. Machen wir laufend. Hier kommen manchmal ganze Kisten voll. Ja, voll schön. Ja. Ja. Und jeder Wunsch wird erfüllt. Ja. Kein Problem. Ja, also Fans, wisst ihr Bescheid, ne? Also wenn ihr ein Autogramm von den Luders möchtet, dann schreibt es uns und wir leiten es weiter oder schickt denen direkt die frankierten Umschläge und dann kriegt ihr das, was ihr möchtet. Ob es ein Kerl ist oder eine heiße Mieze, die mag ich besonders gerne, die Frauen. Ja, denn ich liebe sie doch gerade, die Frauen, das wisst ihr doch. So ist es. Da haben wir auch eine Süße da, wa? No. Aber der Kameramann ist ja dabei, wa? Hat der extra Mann mitgebracht, Freund mitgebracht. Das ist ja nichts passiert. Genau, ist mein Schutz. Weil du ja so gefährlich bist, ne? Ich bin harmlos, wenn ich schlafe. Ja, genau. Das reicht ja auch. Ein bisschen Spaß muss man doch haben. Ja, immer. Ja. Und ein bisschen scherzen kann man immer. Ja. Wir haben den gleichen Humor. Also ein bisschen pervers sind wir doch alle. Ja, ein bisschen neu musst du ja sein. Was hast du vom Leben? Ja, das Leben ist viel zu ernst. Ist viel zu ernst. Genau. Hast viel zu viel zu schaffen. Bist du froh, wenn du mal ein bisschen Dollar in dem Kopf hast. Richtig. Ja. So sind wir doch auch. Total bekloppt. So ist es. So muss man ja auch sein. Ja. 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 Das ist unser Leben, unser Spaß. Ja, und der Rest sind ja dann die Auftritte bei uns. Immer noch schön.
Aber die Hauptsache ist unsere Arbeit hier, das ist das Allerwichtigste. Ja. Und wenn zwischendurch Wochenends immer 2-3 Auftritte sind, ist auch schon wieder interessant. Mhm. Da kann man wieder einige Fans mal die Hand drücken, Fotos machen. Ja. Und jetzt demnächst kommt auch, der größte Auftritt kommt nächsten Monat in Schlatter, der größte Oldtimer-Treffen. Mhm. Also da würde ich jeden sagen, da lohnt sich zu kommen. Das sind auf 10.000 Quadratmeter Fläche Oldtimer. Ein Stück ist dann nur für Youngtimer, dann für Oldtimer. Dann ist ein Teil nur mit Amis, dann für Bundeswehrfahrzeuge. Traktorausfahrten gibt es da. Also einige aus dem Westerwald, die kommen jetzt extra rübergefahren, sind von hier aus etwas über 200 Kilometer. Bist heiß, oder? Das merkt er schon von hinten aus, wie du heiß bist. Von hinten ist es eh immer heiß, ne? Ja, genau. Klappt wieder. Ja, es klappt doch wieder, warum nicht? Ja, komm, dann gehen wir auf die nächsten Gänge hier. Gehst du mal den letzten Gang oder vor den anderen Gänge. Ja, machen wir ganz vorne auch schon mit, ne? Genau. Das soll ich auch mal zeigen. Ja, hier bitte mal einmal links rum von dir gesehen, genau. Hier haben wir auch wieder eine Mischung aus Lagerprinzip und leider Gottes Haufenprinzip, weil die Halle doch ein wenig klein ist. Ja, hätten niemals gedacht, dass wir in kürzester Zeit so voll kriegen. Das war alles so nicht geplant, aber gut, irgendwo müssen ja die Teile hin. Ne? Deswegen, es wird nach und nach, wenn wir irgendwie Regalflächen wieder frei haben, dann von den Innengängen bzw. von den Gängen wieder in Regale geräumt und dass wir sie dann besser auch treten können. Ne? Ja, ich denke mal, der Fadi hat schon vieles gesagt. Überwiegend Youngtimer, Oldtimer Teile, überwiegend Neuteile. Hier kann man ja auch mal, ich gehe einfach mal vor, ganz einfach mal hinterher. Wie gesagt, Vorsicht, nicht fallen. Was haben wir denn hier? Genau. So, hier sind wir komplett nagelneuen Stoßdämpfer, Bogel, Sachs, sämtlichen Marken, alles von früher, so ich sag mal so 50er Jahre bis zu 70er, 80er Jahre, von BMW E3, Goggomobil, alte Fords, Escorts, Taunus, Granada, das ist von jedem etwas dabei, zu viel um aufzuzählen. Wurde hier mal viel Gebrauchtware auch dazwischen, ganz klar. Hier jetzt alles überwiegend Gebrauchtware, Steuergeräte, Steuereinheiten. Hier ist viel Ami, amerikanische Autos, Pontiac, Chevrolet, alles mögliche. Haben aber auch schon viel abverkauft, alles Neuteile. Mann, was willst du denn hier? Du bist am Knatschen durch die Nein. Straßen. Weißt du, wo die Teile liegen, die online sind? Ich weiß das schon. So, ja, na, ich frage einen Teil nur. Du weißt nicht, wo sie liegen. Was wolltest du denn jetzt? Nee, weil du immer so ist und du weißt, wo die Teile liegen. Nein. Manni. Wo liegt die Teile? Sagen wir mal, Vorteil 200. Wo liegt das? Manni, da willst du jetzt gar nicht erstmal wissen. Wo ist das Vorteil 1200? So, dann bin ich klettig jetzt nee, auf. Weil er es nicht weiß. Ja, momentan ist man nicht für Lager zuständig. Man muss es wissen, was man macht. Er hat dann, er kann gut verpacken, aber für das Lager bin ich zuständig. Kein Lagermeister, ich bin nur Lagerist. Und mehr will ich auch nicht sein. Lagerist ist was Ehrenvolles und nichts anderes. Richtig? Das sollte man ehren, den Posten. Und ich weiß die Teile, weil ich das selber hingelegt habe. Und jedes Teil, auch was ich nicht hingelegt habe, muss ich finden. Richtig. Schieß los. Jo, ich schieß los. Also, die Fans haben ein paar Fragen gestellt und fangen wir doch einfach mal an. Wie kam es denn damals zu der Serie? Ganz einfach. Im Jahr 2000 wurde Dernbach 700 Jahre alt. Der Bürgermeister hat dann ein Filmteam hierzulande. Da wurden wir dann mitgefilmt, nur ganz wenig, 5 Minuten. Dann kam die mehrmals der Südwest 3 nach uns. Später kamen ein paar andere Sender und dann kam ein Produzent aus München mit 5 Folgen von Kabel 1. Und der sagte zu uns, daraus machen wir eine Doku-Soap. Was ist das? Kann man das essen? Nein, das ist genau, ihr dreht frei Schnauze, aber es ist ein abgeschlossener Film. Okay, da haben wir einen Pilotfilm gedreht. Diesen Pilotfilm haben wir abgegeben am zig Sender. Die waren alle interessiert. Dann kam aber gerade frisch ein neuer Sender. Der hieß D-Max oder D-Max. Und die haben gesagt, dann hat er gesagt, das machen wir. Aber das war ein Experiment. Wir wussten ja nicht, dass D-Max Discovery war. Ihr dreht einfach frei Schnauze, das heißt ohne Drehbuch, ohne alles, da wird dann 6-7 mal so lang eine Folge, ihr kriegt jetzt mal 6 Folgen. Es war ein Experiment, der war mit einer der ehrlichsten Dokus. Da haben sie 6 Folgen abgedreht,
Danach kamen wieder 6 Folgen. Dann kamen wieder 6 Folgen. Am Ende hatten wir 100 Folgen. Da waren 100 Folgen abgedreht worden. War ein super Erfolg gewesen. 9 Staffeln hat 10. Was? 3 Schnauze. Erzähl du auch mal. 9, 10 Staffeln? Da waren 10. 8 Staffeln. 8 Staffeln? Ja. Und du warst auch dabei. Viele fragen, ob der Tommy dabei war. Ja, er war auch dabei. Wir waren alle. Ganz Kind hat noch in die Windel geschissen. Nee, da warst du auch schon dabei. Wie gesagt, ich war wie bei meiner Mama da angefangen. Ich war ja 2007 oder 2006. 15? Das, 15, der Anfang 16, war 6 oder 7 bei den D-Max-Folgen. Ja. Nee, ich hatte schon Führerschein gehabt, ne? Du hast Auto gefahren, hast du Führerschein gehabt, klar, ja. Ja, du hast doch die Autos überführt. Ja, ist mir klar, aber bei der ersten Folge war, glaube ich, Manta, ne? Manta A. Ja, Manta A war. Stimmt, da war ich etwas über 20 oder 1. Der blaue. Ja. Da war ich noch jung und knackig und jetzt. Aber Manta, da haben wir doch Platz. Jetzt immer noch jung. Ja, aber der Ohren nicht mehr. Nee, ich bin immer noch jung und knackig und heiß. So. Komm genau. Weiter. Ja. Kriegst auch immer noch BHs zugeworfen, ne? Ohne Ende, ja. Und da war so. Und hat es begonnen. Ja. Wir waren ein Experiment. Früher gab es ja dann Discovery, den D-Max, den Männerkanal, aber es gibt auch TMC, den Frauenkanal. Die gucke ich auch, da gibt es schöne Geistersendungen. Ja. Und bei den Männern, bei den sogenannten Männerkanal, haben ja auch ganz viele Frauen zugehört. Wir hatten viele Frauen als Zuschauer gehabt. Ja. Ob Kinder oder im Kindergarten, Schulen, die haben über uns dann gelernt, studiert. Wir hatten ja also Massen von Zuschauern. Und dann bei D-Max war in Amerika, nach einem halben Jahr, erst war Russland zugekommen, in Russisch übersetzt und Italienisch. Russland war gewesen, da waren wir eingeladen bei Verlängerung, da gucken wir und wir hören uns in Russisch. Sag ich, wir können ja nicht mal richtig Deutsch und dann ist es Russisch, Polen. Geil! Polen, ja. Niederländisch war sehr hinterher, Niederlande ist auch ein schönes Land. Ja. Also wir haben in 58 Sprachen wurden wir übersetzt, ob in Japan. Nee, 58 Länder, nur ein paar Fragen. Man kann nicht 58 Länder durch. In Amerika, in Afrika, überall, in alle Sprachen kann man uns heute. Afrika reden. Nicht! Doch, ja. Pamana-Kanal, Pamana-Kanal. Ja, also den kann man rein theoretisch überall. Ja, immer noch. Ja. Das halt nicht. Aber ob man es versteht, ist eine andere Sache. Ja, ne? Wir nicht, aber diese übersetzt. Ja, ja. Muss ich den verstehen? Worden. Nee. Nee, ne? Also in den Ländern sind wir übersetzt worden, in ihre Sprache. Ja. Genau. Und die Holländer, die waren immer ein bisschen sauer, die wollten es in Deutsch hören. Weil sie sagten, das können die Holländer nicht nachmachen, so doll wie wir sind und so. Dolle, wie der Mann überhaupt. Es gab einmal einen Untertitel und einmal eine Band hat übersetzt. Eine niederländische Band. Ja. Genau. Ja. Also ist auf jeden Fall überall gut angekommen. Korrekt. Wir haben heute noch aber Millionen Fans. Wenn ich irgendwo rausgehe, bei uns kommen, ist ja auf Urlaubsecke hier. Wenn die Urlauber kommen, die sehen, dass wir hier sind, dann drehen die Apparat. Jeder will ein Foto haben. Jeder will eine Autogrammkarte haben. Und ich finde das so geil. Ja. Was wären wir ohne Fans? Ja. Die lieben uns. Meine Frau sagt immer, wenn du einen Tag mal ohne Fan bist, dann bist du krank. Ja. Das stimmt doch. Ich sagte schon, die Fans sind jetzt schon wie eine Droge, ne? Ist wie eine Droge, was Schöneres gibt es. Du brauchst keinen Alkohol, keine Drogen, nichts mehr. Du brauchst, wenn nicht nur die Hebebühne, du brauchst die echte Bühne. Das ist so ne? Das steht da drauf. Du hast die letzte Hebebühne. Das wollte ich sehen, Mali. Du alter Fauler. Ich habe, das sag mal ruhig. Du alter Fauler, sag ich. Ich hab das Lager. Such ein Teil in Internet, ich finde die. Er hat mir das Lager so zugeräumt, von wegen, dass ich 100 Jahre an meiner eigenen Hebebühne mehr reinkomme. Manni, das Lüge. Das kannst du mal sagen, was die Fans dazu sagen. Ja. Ihr habt ja gesehen, wie das aussieht. Hat alles der Mensch gemacht. Ja, der hat doch super aufgeräumt, der Mann. Ja, ein Haufen. Opa Gerümpel ist das, der Spitzname. Opa Gerümpel. Ich noch, da soll die Maschine gewechselt werden. Ja, was muss ich auf den Knochen rumkrabbeln? Ja. Oh nein. Weil der Mann alles zugemüllt hat. Du! Ich hab den alles sauber gehabt. Alte Klamotten stehen von und denk dran, Fans hier, der Manny hat alles zugeschmissen. Nee. Wer hat da gerade, Opa Gerümpel, welche Geräte hast du da alles stehen? Ist da ein Teil von mir? Nee. Einer muss schuld sein. Ja. Ja, der Manny ist schuld. Ja, man muss die Schuld auch mal bei anderen suchen, oder? Der ist ja der Mann vom Lager, also hat er die Sauerei gemacht. Die Lagerteile finde ich. Nee. Ja, aber ein Haufensystem. Zum nächsten Frage. Ablenken, ja. Ganz schnell ablenken. Mann, die Teile findest du, brauchst aber eine Woche immer für ein Teil. Und du findest gar nichts, du kriegst ja nicht mal ein Paket verpackt. Ich habe die besten verpackten Pakete, wo Tommy? Außerdem sind sie ökologisch verpackt, das heißt gebrauchte Kartons und Papier, das in Wiederverwertung geht. Also ökologisch. Da brauchen die Kunden nichts auf den Preis für Verpackung draufzahlen. Ja. Weil die entfernt haben gesagt, das ist neu, gebrauchte Kartons wieder. Da benutzen wir das seit Ewigkeiten schon. Ja. Da ist nichts Neues, das machen wir ewig. Ökologie. Ja. Sehr vorbildlich. Wie sie immer vom Wegen, vom Zeitungspapier oder sonstiges nimmt, die verpacken wir mit Müll.
Da ist gerade kein Müll, das ist ökologisch. Ökologisch, ja. Da kann man ja wiederverwerten, wenn die Leute es kriegen. Genau. Dann können die eine Papiertonne wieder rein. Ja. Also wird es wiederverwertet. Ja. Also wird mehrere Mal verwertet, bevor es wegkommt. Das ist auch super zum Verpacken. Es ist Polstoff genug aus, es reicht doch. Wenn man einen Teil haben oder sowas, von mir kann man ja immer noch ein bisschen mit Polsterfolie oder sonstiges haben. Das kaufen wir aber auch nicht so, von mir, dass du mir auch immer alles immer wieder. Ja. Alles gebraucht holen, das in Umlauf bringen, so. Ja, ist immer so günstig wie möglich. Wir sind umweltfreundlich. Ja. Wir sollen nicht sagen, die Leute sind nicht umweltfreundlich. Ja, jetzt wissen die ganz Bescheid auf jeden Fall. Genau. Ja, ja, dann kommen wir jetzt mal zur nächsten Frage. Also, wird es noch mal eine Serie geben? Leute, lasst euch überraschen. Wir wissen es selber noch nicht, aber müsst ihr euch mal ein bisschen bei die Sender mal hinterklemmen. Ja. Und müsst die mal im Hintern treten. Nachfragen sind laufend und wir sind für alles bereit. Kein Problem. Einfach. Aber wir drehen ja auch, machen ja Internetfernsehen. Bei der Firma Prima. Prima. Prima, prima. Prima haben wir mal gesagt. Da haben wir Internetfernsehen immer. Clips machen wir auf YouTube. Ich habe auch ein YouTube. Ja. Ja, und sonst Auftritte. Wenn ihr wollt, mit den Oldtimer treffen. Usterschlape machen wir das größte Oldtimer-Treffen auf über 10.000 Quadratmeter. Also da könnt ihr, sind alle gerne eingeladen. Da können die Leute kommen. Und noch was? Auf über 10.000 Quadratmeter. Da sind erstmal, gibt es Oldtimer-Treffen, Jungtimer-Treffen auf eine Hälfte der Fahrzeuge. Auf die anderen dachten wir die einzelnen an anderen. Ja. Auf anderer Ecke sind nur Amis dann links. Unten sind dann LKWs, von Bundeswehr und normale Fahrzeuge. Und ganz unten gibt es am Ende noch zwischendurch eine Traktorausfahrt. Da sind wir auch immer dabei. Moment. Ich und Thomas können dann arbeiten. Du bist nur bei den Mädchen. Wir sind die Schiedsrichter, weil wir immer wir beide arbeiten. Du läufst über rum, bist für die Fans. Ja, ich bin für die Fans. Wir verteilen uns. Das ist ein Riesenplatz von mir. Richtig, von wir gehen zusammen. Und du musst halt jeder mal sich ein bisschen verteilen. Da bringt das nichts, wenn man alles auf so einen Punkten da zusammen und keiner. Da geht auf 10.000 Quadratmeter, da muss ich überall ein bisschen gucken. Richtig. Ja. Mhm. Und noch eins: Wenn ihr aus Bad Kreuznach seid, in den größten Schuhraum bei Mazda sind wir bei der Firma Lips. Auto aus Lips. Auto aus Lips, genau. Ja. Mazda, das hat jetzt eben vertan. Da tun wir den Mazda. Den neuen Mazda vorstellen. Den CX. Also, da gibt es auch einiges zu lachen, da gibt es Spaß. Also, da könnt ihr bestimmt auch hinkommen, da gibt es auch viel Spaß. Und ich mache live ein Landschaftsbild. Oh, das ist sehr schön. Richtig. Ja. Also, können ruhig jede Menge Fans kommen, die freuen sich alle, können sie auch das neue Auto vorgestellt bekommen von den Ludolf, von wem sonst? Ja, ne, von wem sonst? Ja. Ja, sehr schön. Ja gut, dann haben wir jetzt hier noch eine sehr geniale Frage. Lebt ihr noch? Selbst erklärt, aber okay. Sieht man doch, oder sieht man das nicht? Ich glaube es. Also die Ludolfs kriegt man nicht kaputt. Oder müsst einen Knüppel nehmen und draufschlagen. Das stehen wir immer noch auf. Noch ich wollte sagen, selbst dann nicht. Ja, ich habe meinen Sarg schon im Voraus stehen, da kann nichts passieren. Ja, kein Gebrauch. Ja. Also, ist neuer sein. Neue. Habe ich gesponsert bekommen von dem Beerdigungsinstitut. Also ich finde es geil, schöne Samtseide ausgeschlachtet. Und ich werde ausgeschlachtet. Und ich darf, vor allen Dingen, ich darf den nicht mit nach Hause bringen, meine Frau kriegt den Spender. Deswegen haben wir das Lager bestand schon mal. Ich werde ausgeschlachtet. Vorbildlich, er passt ja dann auch, ne? Na, ich will verbrannt werden. Ich werde auch danach verbrannt. Und der Rest von der Asche wird durchgebrannt, kommt in eine Eieruhr zum immer umdrehen hier. Das ist doch geil. Ja, also das ist die Idee auf jeden Fall. Ja, also arbeite ich noch, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, und ich bin 70, kann ich noch Organe spenden. Aber Manni. Also sag ich dann, du wolltest bis 70 schon arbeiten. Deine Organe sind alles da. Der auf dem Band hier. Ja, Mensch. Der ist ja kein Band, ist ja alles digital hier. Manni, deine Organe sind alle verfettet, die kann man nicht mehr gebrauchen. Dich mal an. Guck mal, hey, ist der nicht dick geworden? Essen ist halt einfach immer lecker, oder? Wenn der Mann nicht zur Arbeit hier kommt, als erstes haut er 4 Portionen rein. Moment! Wer ist der Meister auf der Firma? Nicht lügen. Ja. Ja, das bist du. Sonst kannst lügen, Mama, oder? Nee, nicht lügen, die Wahrheit. Ich habe heute eine Dose Fisch gegessen, war alles. Ich esse normal das Wenigste. Wenigste ist auch nicht wahr. Du hast zwei Ritze, kann man nicht drei Dosen Fisch. Ja, aber er ist das Meiste. Er ist das Meiste, ohne Witz.
Das ist ein Naschkatzen. Ja. Der isst, 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 isst. Ja, wenn es Schokolade gibt, dann nasche ich manchmal in der Tafel. Ah, das kann ich so verstehen. Also der darf aber eigentlich nicht Zucker. Zucker, ja, Alltagszucker, ja, aber Diabetes. Dann nehme ich dafür eine Tablette wieder mehr, dann klappt das ja, wieder. Ja, ja, wir haben ja Schokolade essen. So, ja, aus, ja. Aber man kann nicht auf der anderen Seite sagen, vom wegen, man hat immer Zucker vom wegen und nimmt Süßigkeiten. Ah, oh, mit der Tablette richten wir das schon wieder. Ja. Nee, das ist nicht. Das ist der Sinn der Sache, ne? Kann man mal machen, ob es so gesund ist, ist eine andere Sache. Im Prinzip bin ich gesund, ich werde Lauf zur Untersuchung, genau mit der Krebsvorsorgeuntersuchung, weil ja mit der Niere raus hat, da muss ich auch jedes Jahr zweimal hin. Also ich wäre auf den Kopf gestört und gehe auch regelmäßig hin, weil ich habe vor, noch einiges hier mitzuschaffen. Ja, früher musste ich ja treten, schon wenn ich in der Presche. Aber jetzt geht der frei. Ja, aber ist ja gut, dass du ihn getreten hast, ne? Das, ja, das Gesundheit ist das Wichtigste. Also ich habe das Durchchecken, komischerweise so ein innerliches Gefühl irgendwie. Mhm. Ich lasse durchchecken, sag, geh mal hin, lass mal Kopf stellen. Du hast mich hingebracht, einfach ohne zu fragen. Und dann, siehe da. Gott sei Dank. Tada. War ja dann genau rechtzeitig. Ja, also war noch ein paar Monate später wäre ausgewählt. Jetzt brauchen wir dich nicht mehr zu treten, jetzt hast du es ja verstanden. Jetzt gehe ich freiwillig, weil ich noch was schaffen will. Ja, Gott sei Dank. Dann willst du ein Leben, nicht nur schaffen. Ja, na klar, ist mein Leben hier. Dann ist hier, ich freue mich, wenn ich hier drinnen sitze. Das komme ich manchmal abends, wenn ich nichts zu verpacken habe, sitze ich hier drinnen, Füße hoch. Dann mache ich ein Schläfchen und sage, oh, scheißegal. Wir haben schon 3 Stunden wieder später, wenn ich wach werde. Ich frage, wo ist der Vati, aber ist da jetzt oben? Ich bin am Schlafen. Aber ich muss dir auch sagen, ich finde es hier sehr gemütlich. Ja? Ja. Vielleicht andere würden sagen, es ist chaotisch, aber ich mag sowas. Ich ein gemütliches auch, Chaos, oder? Hier ist chaotisch, sieht ein bisschen crazy alles aus. Also, ja, man muss es mögen. Hier sind wir ein bisschen aufgeräumt, da könnte alles sein. Das sieht echt schon ein bisschen düster aus. Ja. Ich finde, das hat einen gewissen Charme. Ist halt auch irgendwie sowas, so irgendwie so werkstattmäßig früher so. Und ich möchte dann immer so alles schicki-micki und weiß ich nicht. So ein bisschen zu ihrem Thermateile, Radius. Ja. Der eine sieht es so, der andere so, aber wir kommen damit zurecht. Und wir kommen auch in dem Chaos hier zurecht und mit Papieren und tralala. Also von daher. Mehr wollen wir nicht. Das ist ja auch das Wichtigste, wenn wir zu brauchen. Wir 2 Stunden. Man hat sein eigenes richtiges Chaos, wo man sich aber auskennt. So. Das ist das. Genau. Eine chaotische Ordnung, aber man hat seine Ordnung. Ja, genau. Ja, weil ich 2 Fuß in etwa hingelegt habe. Ja, genau. Verteiler hast du nicht gefunden, musst du sagen, oder wie? Von dem Porsche, der große Verteiler. Hab ich gefunden, nicht du. Sag mal, der liegt da drunter. Ja. Er sagt da immer, und da lacht woanders. Nein, der lacht woanders. Man kommt hier rein, wo liegt der Verteiler vom Porsche? Und was macht er oben nur? Dann mache ich hin, sag ich, weiß, ich habe die Augen super 2 Sekunden gemacht. Ja, weiter. Und dann hat es direkt im Kopf drin gehabt. Er will nur, er Verpacker. Ich muss raussuchen, der Thomas Mann, macht da fürchtest die. Wie du noch verpackt hattest, da sind während die Post hier reingeschmissen hat, die aufgegeben. Ein Moment! Hey, das ist zu rofihaft. Wer hat die Opel Manta Lampe verpackt und die kam kaputt an? Ja, aber wir haben von 1000 Paketen keine Ahnung, mal 1 oder 2 das zurückkommen. Ja. Ein oder zwei von 1000, das ist aber ganz anders für ihn. Aber wir hatten noch eine da. Fordere ich euch heraus. Gibt es noch Fragen? Jetzt ist es überlegen. Ja, ich habe eine Frage. Die habe ich auch schon 10-mal gelesen. Aber ich konnte mich ja schon davon überzeugen. Aber die Fans halt vielleicht noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir die Aufnahmen vorher zeigen oder danach. Jedenfalls, das Haufenprinzip. Lebt das Haufenprinzip noch? Sieht man doch bei uns in die Halle. Ja, warte mal, ich muss unterbrechen. Ja, aber ich glaube, die meinen den alten Standort. Oder meint der alten Standort? Ja, so, genau. Aber also, wahrscheinlich interessiert die auch der neue Standort. Weise lebt weiter. Aber beim alten Standort ist alles noch wie flach. Alles noch voll, ist alles noch da und das Haufenprinzip existiert auch. Ja. So, Fans, habt ihr es gehört? Es ist kein Lost Place. Es ist immer noch alles da gelagert. Das wollten wir auch nochmal klarstellen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Denn da kamen nämlich auch schon die Gerüchte auf, ne? Weil das von außen halt nicht ganz so schön aussieht. Aber es ist tatsächlich von innen alles noch wie vorher. War schon 100 LKWs haben schon abtransportiert und dies und jenes. Ja, die Gerüchteküche. Ist noch voll. Ja. Alles so voll, wie es war. Ich will da mal verzeihen mit den. Jürgen Mitke, du hast gesagt, mit dem Milski haben wir angefangen. Du bist super plus. Weil die hatten sich ja drum gekloppt, wer mit uns anfängt zu singen. Da war ja ein Erfolg gewesen. Ja. Erfolg. Wir waren lange auf der Bühne, jahrelang. In Mallorca. Ich sage mal, sehen wir alle nicht, aber laut. Aber laut waren wir auf jeden Fall. Und die Fans haben am Rad gedreht. Ja. Wahnsinn. Deswegen waren alle Diskotheken, wenn jedes Wochenende. Ist ja ein schöner Ausgleich, ne? Ja, zur Arbeit. Zur Arbeit auf jeden Fall. Und wir hatten jedes Wochenende Freitag, Samstag und Sonntag 9 Auftritte gehabt, 3 Tage. Mhm. Das heißt, einen Nachmittag, spätabends einen und einen Mitternachts. Und dann ging es von einer Bühne und dann im Auto für den nächsten Auftritt. Ja. Und da hat man noch unsere Fahrer gesehen. Hotel, duschen, weiterfahren. Hotel, duschen, weiterfahren. Ja, da hat man noch man wollte ja nicht stinken. Ja, ja, ne. Gerade Schrotthändler und dann.
Und dann hast du deinen Musikauftritt, deine Autogrammstunde, Fotoshooting und deinen letzten Auftritt nachts konntest du dann schön ein Switcher mit den Fans. Ich nicht. Da hast du eine Menge reingeschmissen, wurde Bühne einfach runtergeschmissen. Ja, willkommen. Ich könnte aber. Und die Fans haben dich ja auch. Das letzte Mal getrunken habe ich Dunkelrotwein wegen Julia Siegel beim Abschied. Weil Jana hat eine Blutvergiftung. Ah, ich hab da war ich schon leicht beschnitzt. Bei der Aufnahme. Welche? Ein Zebra wollte ich dir geben zum Klatschen. Ach, du bist ein Komm her! Da bin ich die Treppe. Oh, ganze Rolle her! Da bin ich die Treppe bin ich runter. Da war ich schon schön wohlgefühlt bei den kleinen bisschen Rotwein, aber schwummerig, aber angenehm. Und wie kam es dann, dass du dann jetzt gar nicht mehr trinkst? Ich habe nie angefangen. Ach so, ich dachte gerade, du meintest gerade, du wärst ein bisschen schwummerig gewesen. Ja, der hat auch da mal ausnahmsweise. Trinkst du mal so einen Schluck Rotwein, wenn du nie trinkst? Doch. Ja, nee, der meint aber vom wegen so, der hat ganze Leben noch nie getrunken, aber nur bei Festigkeiten oder sowas kommt und mal vor und dann mal so einen Tropfen annimmt. Ja, ja, der Körper kennt das nicht und dann bist du erstmal wie ein anderer nach 5 Bier auf gut Deutsch. Richtig, oder man trinkt ein Bier und geht bei 5 Grad. Wann hast du das letzte Mal Alkohol getrunken? Genau. Dann ist das auch so. Vor 4 Jahren? Ja, ich 2017 auch. Wie bitte? 2017 den Schluck Rotwein. Ich trinke mal lieber ein schön frisches Gezapptes oder einen guten Whisky. Ich trinke so. Aber ich habe es auch dieses Jahr. Light Cola. Noch besser. Ja. War ich da. Oder Zero. Das ist das gleiche für mich. Das, ja. Das ist ja die Marke der Frauen, hat mir aber der Konzern gesagt, der Cola. Und die schwarze war für die Männer die Zero. Ist schwach und ist gleich. Ich schmecke genau gleich. Ich trinke auch immer kein Zero Unterschied, und Light. Was ich gerade kriege. Ja, und warum man so wenig gehört hat von uns? Ja, das ist die Frage. Genau. Das ist einfach. Ja. Erstmal Firma. Ganz wichtig. Firma muss laufen. Der Start dementsprechend. War nicht einfach. Die ersten paar Jahre und deswegen haben wir Gas gegeben. Jetzt sind wir jetzt seit 7 Jahren hier. Sieben Jahre jetzt hier. Genau. Das erste Grundstück in 2014. Seit 2014. Ja, kannst du erklären. Das wird noch gebaut, da wird noch gebaut. Ja. Und ja, aber wir hatten echt viel zu tun gehabt und das war halt einfach das Problem. Ne? Ich sag erstmal einen neuen Grundstein oder was Neues aufbauen und dann. Haben wir auch nicht unbedingt so gern gemacht, mussten wir ja. Mehr sage ich dazu jetzt nicht, aber wie gesagt, ja, alles gut und immer viel zu tun. Von Montags bis Freitags sind wir immer hier. Montags bis Freitags, ich Google schon mal irgendwie so, keine Ahnung. Samstags hast du, nein, Samstag sind wir am Schlafen. Nein, Samstag sind wir nicht am Schlafen, Samstag sind wir meistens Teileposten kaufen, aufkaufen unterwegs und deswegen sind wir von Montags bis Freitags meistens kurz nach 10 bis 17 Uhr hier. Gerne können natürlich uns die Fans auch besuchen kommen. Bitte vorher anrufen. Bitte anrufen. Nein, wir sind nicht immer hier und wenn dann gerade keiner hier vor Ort ist, dann ist es halt doof, dass von weiter wegkommen oder so. Dann stehen sie vor verschlossenen Türen und das ist dann doof. Deswegen vorher anrufen, gerade nachhören, gerade nachfragen, ob wir vor Ort sind und dann für ein Autogramm beziehungsweise so kurz Fotos mit den Jungs oder wie auch immer oder mit ist uns immer zu ist haben. Gar kein Problem. Ja. Genau. Ja. Das war mein Wort an euch. Ja. Nein, alles gut. Aber nicht nur für die Männer, auch besonders für die Frauen. Das muss ja sein. Ich drücke auch mal die Frauen richtig den Knutscher auf. Kein Problem. Ja. Aber nur für die Frauen, die es wollen. Nur die Schwollen, ja, klar. Die rennen euch hier gleich die Hütte ein, ne? Mit ganz vielen Slips und BHs. Ja, und ich hatte überlegt. Der schon auch so, nee, nee. BHs, warum? Du machst schon mal die Tür auf. Aber der Männer kann mit Frauen nicht umgehen. Träumer. Kann er nicht. Alle braucht Frauen. Eine Frau hat 3 Cent, sagt er. Eine reicht. Ja, eine reicht. Zu viele Frauen gibt kaum Haare, ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Oder zu viele Männer kennen auch graue Haare, ne? Bringen klar so. Ich trage rund um die Jahre mit. Manni, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Der streichelt sich die ganze Zeit hier. Ja, weil von der Frau kriegt er keine Streichelei. Also no. Ja, da macht er immer einen Sitz. Ich denke, ich krieg heute alle auf den Backe geschlagen. Nee, ich denke auch, was mal ich heute haben. Wollte ich gerade sagen. So, genau, da wären wir auch schon bei der nächsten Frage. Ne? Da haben auch schon einige Fans gefragt. Die Bilder, die du malst, wo kann man die kaufen und wie sind so die Preise? Sind die bezahlbar für die armen Leute? Die sind nur für die armen. Die sind jetzt noch bezahlbar. Der Benni ist ja in einige Kunstausstellungen drin. Ja. Die werden irgendwann mal richtig, richtig teuer. Ja. Aber jetzt liegen die billigsten. Jetzt wird Werbung gemacht. Ludolfs-Kfz-Teile. Auf YouTube haben wir einen Shop. Ja! An, meines Erachtens will ich nicht lügen. Schaut bitte mal nach. Ich meine, von 60 Euro bis auf 150 liegen die. Genau, Bilder, das stimmt. Ja. Also von kleine bis große. Genau.
Oder Manny malt Landschaften, keine nackten Frauen. Nein. Also die leider wollte ich ja selber nein, die nein, wollten alle nicht. Unbedingt kaufen. Nur auf Anfrage, nein. Nur auf Anfrage. Oder die sollen. Nackte Männer auf Anfrage, Manny macht's, oder? Ja, genau. Manny macht's. Nein. Landschaften abstrakt, aber überwiegend Landschaften. Und die kann man über Internet kaufen oder man kann, wenn er nachfragt, auch wenn er hier ist, dann vorher anrufen, dann kann man welche mitbringen. Der Manny hat ja einige. Konnte man ja letztens auf Pro7 sehen. Da waren einige hunderte Gemalte und die gehen momentan super weg. Ja, und er kann gut malen. Jetzt kann man ihn noch. Der auch, ja, sie beigebracht, ne? Ja, genau. Er kann Palmen malen. Er ist der große Palmenmaler. Sehr schön. Sebastian malt Palmen. Wo bleibt denn mein Bild eigentlich mit der Palme? Du hast mir schon, bekommen. Seit 2 Jahren ein Bild versprochen. Du hast Palmen bekommen. Mann, nein, du lügst doch für den Mund. Nein, das ist wahr. Da war eine Hecke und keine Palme. Da war eine Palme. Da war eine Hecke. Eine Hecke, sagt er. Palme. Ja, eine Hecke gemalt. Das soll eine Palme sein. Du warst seit einem Jahr auf der Bild. Palme. Wollte ich mir im Büro hängen. Ja, ich warte ja auch noch auf 2 Bilder. Du hast schon mehr bekommen. Mann, ja, eins. Der Kleine habe ich jetzt an der Feierabend mitgebracht. Die wollte es mir fertig machen. Jetzt kommt er. Aber die Frage, die nächste Frage. Wo sind meine Bilder überall hingegangen? Und wo kann man da auch gucken? Welche Länder? Weißt du noch, wo du überall hingebracht hast? Verschiedene Länder sind ja bei dir ausgestellt. Nicht nur das. Demnächst macht man irgendwann eine große Ausstellung. Okay. Vielleicht sogar in Berlin. Das kommt aber warum weiß er bei wem? Weit über mehr, ach, da haben wir einen berühmten Maler gehabt, weißt du noch? Wie heißt der eigentlich von Caroline, der Papa? Hammer. Mhm. Ja, mega cool. Also da ist einer. Komisch, dass er drauf. Ach, die Adresse ist auf die Autogrammkarte drauf. Mhm. So, da war der Vater von, die heißt Caroline Spessart. Spessart, ja. Der Vater war früher ein berühmter Maler. Der hat aber nur nackte Frauen gemalt. Nee, mal ich nicht. Und der war nach dem Krieg, war in Deutschland verboten gewesen. Mhm. Und in Frankreich hat er viel Geld damit verdient. Die haben dann Häuser gekauft, Ländereien und alles. Und der hat wirklich, und die will demnächst irgendwann eine große Kunstausstellung machen mit den Bildern. Und da will er Manny sein und dabei tun, dass 2 Räume sind. Also praktisch eine Kunstausstellung für nackte Frauen. Mhm, aber und nicht ich nackt. Aber und nackte Männer. Auch nicht. Ja, ja. Der Mann, der Mann, der schon gar nicht. Fair Play hier. Ne? Wo wir gerade mal dabei sind. Ja. Ja. Und ich habe einige von der damals Geschenk gekriegt von den Bilder von den berühmten von den. Die habe ich das jede Menge und Bücher und jede Menge Material. Das ist auch richtig heute schon mal wert. Aber will ich alles andenken behalten. Ich gebe ja nichts ab. Und das wäre nochmal was, wenn die zusammen eine Ausstellung machen. Weil die wollen ja auch irgendwann eine Ausstellung machen. Und da kriegen wir unsere Autogrammkarten von ihr ausgemacht. Mhm. Die Adresse ist auch auf die Autogrammkarte drauf. Ja, sehr gut. Ist eine Pferdefanatiker, ist das. Mhm. Die hat mittlerweile Pferde, auch Auto. Autos, Amis versammelt die. Mhm. Die hat ungefähr 24 oder 25 Pferde privat. Wow. Für sich. Das ist so ihr Traum. Mhm. Aber jeder muss ja seinen Traum haben. Ja, und seine Hobbys. Genau, und man sollte seine Träume leben. Genau. Und nicht nur träumen. Weil wer weiß, wie lange wir alle noch genau. Ne, auf ja, der Erde vorbei sein. Vorbei sein. Ja. Ja. Vorbei sein, ne? Korrekt. Genau. Arbeiten ist gut, arbeiten muss sein, ganz klar. Ja, aber nur arbeiten, ne? Nee, alles gut. Ja, man soll mal ein bisschen auch, ne? Sich was gönnen. Richtig. Was genießen. Und ja, ne? So sieht's aus. So wie bei uns sind es die Autos, die alten. Ja. Das ist unser Hobby, unser Leben. Ja. Ja, und bei mir noch die alten Sachen. Korrekt. Ja. Ja. Dann ist es. Da gibt es ja nichts, weil ich nicht sammle. Und das ist. Sei es wie eine Sucht mittlerweile. Mhm. Da brauchst du keine Drogen, kein Alkohol. Mhm. Wenn einer ankommt, der hat einen alten Fotoapparat oder irgendwie eine alte Schreibmaschine oder irgendwas, dann bist du schon mal am Knatschen, freut man sich schon wieder. Die kann alles gebrauchen, also mehr damit. Ja, immerhin, alles was nichts kostet oder nichts passt. Genau, alles was nichts wartet kostet. Noch ein bisschen vom Weg, bis die zweite Halle steht. Ja, dann ja. Und wenn noch ein Sponsor ist hier in der Ecke für eine Halle, ein eigenes Museum, dann ist die Hölle hier los. Muss man dann unten drunter einblenden, das wären die Anfänge von Manfred Ludolf. Der hat angefangen zu malen. Echt? Das ist scheiße. Ja, das sieht doch nicht scheiße, du bist malen. Nein, aber heute male ich. Aber das sind auch Menschen. Das ist keine Natur. Das sollten Menschen sein. Das hier ist Kartons, die wir bekommen. Und die gehen an die Leute weiter. Richtig.
Und das ist meine Porzerkiste. Ein schöner Corsa. 75 PS Dieselmotor. Und wenn wir hier auf der Klappe gucken, 4,2 Liter, nicht Kühlwasser, der braucht so um die 4,5 Liter Diesel. Und das soll nicht umweltfreundlich sein? Super, das ist umweltfreundlich. Und das ist das erste Mal, wo das man ihn sehen kann. Mein schöner kleiner Diesel. Ja, er läuft und er läuft noch immer. Muss man ein großes Wagen haben? Muss man nicht, aber es macht Spaß. Aber der läuft auch. Ich kriege die ganzen Spül rein. Geschirrspüler habe ich schon versucht. Ja, er passt. Ja, meine Frau liebt ihn auch. Ich liebe ihn auch. Das Schönste an dem Wagen, das Schönste an meinem Wagen ist die Fernbedienung. Warum? Da frage ich mal, warum brauche ich eine Fernbedienung? Ganz einfach. Jetzt hier kein Schloss. Ja, nur drüben. Und ich habe immer eine dumme Eigenart, wenn meine Frau nicht beim Aussteigen, beim Einsteigen, mache ich die Tür auf und lasse sie rein. Hier sind schon wieder Leinwände zu malen. Was habe ich jetzt vor? Wahrscheinlich werde ich drei Leinwände als eine machen und mal ein Bild. Dann kann man in die Fenster, also an der Wand, so hängen. Ja, richtig. Und für meine lieben Freunde, unsere Meerschweinchen, die kriegen. Weil ich bin ein absoluter Tierfreund. Richtig, auch auf Mallorca habe ich immer gesehen, die Hunde, die da rumlaufen. Und deswegen sage ich, wer die Hunde nimmt, ist gut, weil die verdienen eine zweite Chance. Ich bin nämlich ein Hundefan, meine Frau ist Katzenfan. Mhm. Und wie gesagt, die Hunde verdienen eine zweite Chance. Wenn sie sagen, warum holt ihr euch auf Mallorca? Viele Hunde werden zwar mal hier gezüchtet, aber auch in anderen Ländern. Warum soll man nicht eine Chance für einen Hund auf Mallorca, Spanien, Griechenland nehmen? Die haben auch eine Chance. Ich bin absoluter Tierfreund. Das ist schön. Wir auch. Richtig. Ja. Ich habe sogar zu Hause, darf ich gar nicht keinen erzählen, Lebendfallen für Mäuse. Und die nehme ich im Kofferraum und transportiere ich 10 Kilometer entfernt. Warum nützt das nichts, wenn ich sie einfach wieder freilasse? Mhm. Die kommen wieder. Ja, wir machen das auch so. Wir fangen die auch lebend und setzen die in den Kofferraum aus. Und 10 Kilometer. Weil Tiere haben auch eine Chance. Sind Lebewesen. Richtig. Es gibt ein einziges Tier, wo ich drauf klopfe. Mhm. Das ist die Mücke. Ja, das die hat es verdient. Ne? Ja. Bei die, selbst bei den Hausfliegen bin ich immer am Grübeln. Ja. Aber wie gesagt, die Mücke ist das Einzige. Ja, mach's gut, Tommy. Und die Bremse, Mann. Die Bremse auch, aber die Bremse macht mir so eine dicke Beule. Auf die Bremse habe ich auch drauf. Was hältst du von meiner Propferkiste? Ich dachte gerade, was ist da denn? Das ist die Flasche. Was hältst du von meiner Propferkiste? Ich hätte den Kopf mit einer, das ist gut so. Aha. Richtig. Nee, alles gut. Ja, da freue ich mich schon wieder, wenn irgendwann wieder richtig Stocker reingeht oder so. Richtig gar. Was? Wie heißt die Sonderausstattung? Ich sage Nino, wie wird das jetzt ausgesprochen? N-I-O-Joy. Wie wird Join oder Oin? Enjoy? Ich weiß auch nicht. Enjoy. Enjoy. Ja. Ich weiß es nicht. Ist ja egal. Aber er läuft auch, kommt von A nach B. So, Chefe. Alles ciao, abschließen. Ciao, mach's gut, du bist Chefe. Ich bin nur Lagerist. Schön, jetzt mein Bierchen. Hast du dir verdient? Und trink eine Lippe. Noch einen schönen Abend. Korrekt. Du auch. Danke. Und? Genießt das Wetter noch ein bisschen? Machen wir. Wir schauen uns jetzt hier gleich trotzdem noch um. Und dann sagen wir gleich ciao, ciao. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Ich schließe das alles ab. Ich hab schließt euch alles ab. Genau, ist schon spät, deswegen, ne? Ja. Alles gut. So, genau. Und genau, Licht, die Start, alles und? Drum dran. Weiß Bescheid, du hast so Marlene. Schöne Tattoos. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Richtig. Ja, ich hab auch immer mein Tattoo. Das ist meine Frau, die ist immer an die Herzenseite. Dieses Tattoo grüße ich den Eric. Der ist Tätowierer. Ich glaube, heute hat er Geburtstag. Alles Gute, lieber Erich, du hast heute Geburtstag. Du bist ein super Tätowierer. Richtig. Und das hat Spaß gemacht. Und das hat nicht wehgetan. Ich war eine Sitzung und ich bin dreimal eingeschlafen. Oh, herrlich. Natürlich hier tätowieren oder Werbesäule macht nicht so viel Spaß. Also meine haben auch gar nicht wehgetan. Nein, aber lass dich mal an die Werbesäule. Ja, das tut bestimmt weh. Ja, richtig. Ja. Meine Frau hat auch ein kleines Tattoo. Mhm. Ihre Oma glaubte, das ist so ein Hanna-Tattoo. Ist aber nicht gewesen. Ist aber echt, ja. Ja, aber das darf ich nur sehen, das Tattoo. Ja, schön. Ja, weil ich ja
richtige Eifersucht auch nicht sein, aber ein bisschen ist immer ja. Aber ist wenn man gesund. Total die Handys und so könnte, das ist krank. Mhm. Und denkt noch einen Wahlspruch an euch alle. Jetzt komm du mal her. Ja, bitte. Was überhaupt nicht geht, Mobbing. Man soll sich für Mobbing-Opfer einsetzen, ob im Netz oder so weiter. Mobbing ist ein Go-No. Wenn ihr das Mobbing macht, denkt, ihr könnt auch irgendwann Opfer sein. Und das ist ein No-Go.